und herzlich willkommen bei Lehrer Schmidt. Heute erkläre ich die Begriffe Strecke, Strahl und Gerade. Die Unterscheidung nach Strecke, Gerade und Strahl ist ganz einfach. Man muss es nur einmal gesehen haben und ich habe noch so eine kleine Eselsbrücke dazu. Also, passt mal auf. Eine Strecke geht immer von einem Punkt bis zu einem anderen Punkt. Zum Beispiel von A nach B und zwar auf dem direktesten Weg. Also so. Und alles, was gerade ist und eben einen Anfangspunkt und einen Endpunkt hat, das ist eine Strecke. Wie zum Beispiel die Strecke von zu Hause zur Schule. Dann gibt es die Gerade. Die Gerade ist dadurch definiert, dass sie unendlich lang ist. Sie hat also keinen Anfang und kein Ende. Sie ist unendlich. Und dann gibt es noch das Letzte. Das ist der Strahl. Der Strahl hat einen Anfangspunkt und ist dann aber in eine Richtung unendlich. Er hat halt nur einen Anfangspunkt. Und das merkt ihr euch am besten mit einem Sonnenstrahl oder mit einem Strahl aus einer Taschenlampe. Da geht es also in der Taschenlampe los und dann unendlich weiter. Und jetzt habt ihr die drei Begriffe und mit dieser Eselsbrücke kann man sich das ganz gut merken. Die Strecke mit Anfangs- und Endpunkt, eine Gerade, die kein Anfangs- und kein Endpunkt hat und ein Strahl, der nur einen Anfangspunkt hat. So, und jetzt kennt ihr die Begriffe Strecke, Gerade, Strahl. Okay, das war's.